herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Challenge Projekt auf dem Zweisteinhof mit dem Tiger Farm. Hallo. Wo ist er hin? Ich stand gerade da und ist einfach wegteleportiert. Harry Potter. Beim Teleportieren. Leon als LU. Hallo. Und natürlich Mikado PlaySXD. Hallo. So, Tiger Farm hatte letztes Mal ein Problem, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ja. Sie sind mit Ihrem Traktor unterwegs, dann springen Sie doch einfach gleich in meinen Traktor und arbeiten okay. bei den Bäumen weiter und ich erledige den Wolfgang selbst. Leon, bitte mit Gerste einfach. Achso, ich lasse den Motor an. Auf Feld 21 Gerste, oder wie? Ja. Okay. Gut. Und los geht's. Jo. Bis später. Bis später. Ah, er hat geschoben. So. Zum Haus. So. Machen wir das so rum. So. Gut. Ich habe letztes Mal noch das Holz verkauft. Hab ein bisschen Geld angebracht. Was wir eventuell dann heute noch benutzen, um etwas den Kredit abzulösen. Oder eine Neuanschaffung zu tätigen. Hä? Ja. Sag mal, hat hier... Meine Schafe wollen kein Gras mehr annehmen. Wie, kein Schaf mehr, kein Gras mehr? Gar nicht? Ich drücke auf Überladen, aber es macht nichts. Ist voll? Also da steht Gras? Nee, eben nicht. Warum denn nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich hab einfach keine Lust. Okay, auch. Achso, ne, das ist ein anderer Baum. Guck mal, geht das bei dir? Ich habe gerade kein Equipment frei, um das zu probieren, sorry. Oh. Das ist aber sehr doof. Ja, toll. Jetzt sind die bei null. Nee, aber die haben nur 4000 von, keine Ahnung, wie viel. Ja, das ist ja relativ. Also das ist im roten Bereich. Aber sie sind noch produktiv. Ja, Produktivität 99%, aber trotzdem. Ich würde trotzdem gerne mal nachgucken. Das ist eine Lux-Spiel. Wie viel kostet das, wenn man das mietet? Ja, komm, jetzt geht noch. Ich muss mal noch gucken. Musst du das wirklich? Ja, ich will wissen, was ich mit dem Geld machen soll. Ich habe so viel Geld. Ausgeben? Ja, das ist klar, aber für was? Das weiß ich noch nicht. Ausgeben? So, vielleicht für das, was sie ausgeben wollen? Ich gebe ja schon Geld aus. Vielleicht einfach für unnötige Sachen. Nee, danke. Keine Lust. So was wie zum Beispiel, keine Ahnung. Einen neuen Drescher. Na, hallo. Das ist nicht unnötig, ja? Nee, bei Ihnen war das nicht unnötig, weil Sie hatten so ein altes Ding. Das ist ja schon fast auseinandergefallen. Ja, Ihr Ding ist auch alt. Na, komm, der Rostelmeister ist noch relativ neu. Ah, vollkommen dreckig. Ja, das stimmt wohl. Oh, ich glaube, ich werde gleich erschlagen. Zack. Oh, oh. Baumfeld. Ja, genau. Voll auf die Ömme. Du kriegst ich einen Helm auf. Apropos heute bei der Feuerwehr. Da hat er uns gesagt, wir sollen keine Helme aufziehen. Wir haben da mit so riesen Lichtern gearbeitet. Da besteht immer die Gefahr, dass es runterfällt und auf den Kopf knallt. Das sind echt richtige Feuerwehrleute. Wieso sollt ihr dann keinen Helm aufziehen? Keine Ahnung.
Wir haben gesagt, wir sollten keinen Helm aufziehen erstmal. Das ist voll die Gefahr. Na, wo bist du denn? Na, du. Ich kann nicht entasten, was soll denn das? Das ist echt nicht. Diese Schadenfreude, also das gefällt mir gar nicht. Ich werde die Schadenfreude am Ende haben, glaub mir das. So. Ja, wahrscheinlich wirst du dann sagen, wenn du gewinnst, es tut mir jetzt aber echt sehr leid, dass du nicht gewonnen hast. Ich würde mich einfach freuen. Ach so, ja, okay. Vor allem, was hatten wir nochmal abgemacht, was man da als Gewinn bekommt? Müssen wir noch was eigentlich festlegen, oder? Jetzt hätte mich fast noch das Auto überfahren. Der Verlierer muss den nächsten Server zahlen. Nein, Spaß. Ich glaube, das könnte ich sogar eigentlich machen. Aber nicht mehr als 20 Euro. Das reicht ein paar Monate. Okay. Das reicht für 2 Minuten. Ich gehe mal kurz zum Melo. Ja. Klopf, klopf. Ja. Können Sie wieder in Ihren Traktor springen? Ich mache Ihnen den an. Und okay. Und den dann, dann wird er hier runterkommen mit dem Traktor. Ja. Okay. Super. Wo runterkommen? Wieder zum Holz. Ja. Dann müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Okay. Gut, danke. Beziehungsweise im Moment. Ja, ja. Also nochmal hier weitersägen mit Ihrem Traktor. Ja. Danke. Tschüss. Bitte. Tschüss. So. Jo. Also bei mir geht's eigentlich ganz gut voran. Bei Ihnen? Ich würde fast sagen, so gut lief's noch nie. Echt? Ich kann heute meinen kompletten Kredit zurückzahlen. Den habe ich aber schon längst zurückgezahlt. Ist aber nicht gut, dass ich das erst jetzt mache. Hä? Warum fällt der Baum jetzt erst um? 10 Stunden später. Ei, weil der jetzt erst Lust hat. Das war ein Witwenmacher. Ist doch ganz normal, oder nicht? Nee. Also wenn ich jetzt gefällt werde, dann hätte ich auch erst Lust in 5 Minuten zu teilen. Ist doch logisch. Muss mal logisch nachdenken. Okay. Die Logik möchte ich mal nicht verstehen. Du musst wie ein Baum denken. Ach nee, der hat schon wieder die Dinge hier umgeschalten. Das geht aber echt. Parkbremse an, aus. Ende. Ich bin kein Hund. Was hat denn der hier schon wieder eingestellt? Ach Mensch. Oh mein Gott, wie schlimm das gerade war. Ich hatte vergessen. Warnt euch. Automatik umschalten. Ich weiß nicht, wieso er das immer macht. Was schaltet er denn auf manuell wahrscheinlich um? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas, damit der Traktor nicht wegfährt. Ja, jetzt geht's wieder. Ich habe keine Ahnung, was der macht, aber irgendwas schaltet er um und dann kann ich nicht direkt damit losfahren. Dann muss man irgendwie vielleicht sogar Schaltung anmachen oder so. Hä, hey, was ist das für ein Verarsch? Ich hab meinen Schwader da oben und trotzdem macht er weiter. Das passiert manchmal, wenn der Schwader zu hoch ist. Hä, wo ist der? Hey, der Baum lag doch gerade woanders. Nee. Oder hatte ich so einen genau da, wo er schon immer lag. Ich habe keine Ahnung. Oh, da bin ich gerade ein bisschen. Was ist denn jetzt los? Also pink, aber
So, wir machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich beim Geld verdienen. Oh oh, das ist aber nicht so gut. Geht das ist aber echt nicht gut. Warum ist es nicht gut? Wollen Sie kein Geld verdienen? Geld verdienen? Ja, ich schon, aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn Sie Geld verdienen. Ich glaube, das ist sehr gut für mich. Ja, meinen Sie? Ach so, ja, stimmt. Ja, das. Nee. Ich bin mir da nicht so sicher. Hier, gebe ich Ihnen das Geld alles aus. So viel habe ich auch wieder nicht. Echt? Bei mir habe ich gerade übelst die Lags. Warum denn auch immer? Ja, ich aber auch irgendwie ein bisschen. Bisschen übelst selbst. Ist da ganz weit auseinander, aber trotzdem. Lags und Lags. Ach so. Ja. Nichts, wir müssen das Werkzeug ablegen. Haben Sie etwas vergessen, das Werkzeug abzulegen? Gib da hier rum. Über wen reden Sie hier? Meine Elu. Ich hab Party gemacht. Und Lag. Aber sowas von. Uiuiui. Ui, ui. Schon wieder. Was ist denn da los? Los, sperr sich ein. Das war gerade heftig. So arg hatte ich noch keine Lektion. Und schon wieder. Was machen die denn? Ja, was machen die denn? Was machen die denn? Was machen die denn? Ich will aussehen, was machen die? Nein, nein, was macht der? Hattest du keine Lex? Nein. Aber jetzt ist man im Esszahl ein bisschen hoch. Warum kann ich das nicht mehr machen? Was soll denn das? Ich drück doch die richtige Taste. Ach so, falsches Gerät. Hm. Der Gerät war falsch. Ja, und war der Gerät. Gerät. Ziehen wir mal schon wieder. Ja, das war jetzt aber, glaube ich, weil ich was zurückgesetzt habe. Schon wieder. Das hat irgendeinen anderen Grund. Alter! Holla die Waldfee. Hä, ich habe übelst die Lags. Was ist denn los? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wovon ich spreche. Nein, getan. Naja, jetzt geht's gerade mal wieder. So, eine Ladung würde ich gern heute noch verkaufen. Aha, die Ballenpresse ist auch auf dem Weg. Ja, natürlich. So, ich habe keine Ahnung, wo der Baum hier endet. Hey, da, wo er endet, hat sich mal gesagt. Ja, der liegt im Busch. Er versteckt sich. Oh, ich muss das Gerät erst ausklappen. Das ist ja die Ballenpresse so an sich. Schon wieder leer. Oh, der füllt sich aber sehr schnell. Jo. Rundballen oder gerade? Rund. Ja, es ist halt einfach geschickter, gell? Und der einen. Jetzt mal. Ja. Unabhängig von der Challenge. Es ist einfach geschickter, Rundballen zu machen, weil wir eben nur einen Arbeitsschritt haben. Ja. Geht aber wirklich schnell hier.
der Baum verkauft. Oh, jetzt hab ich das auf. Oh. Schon wieder leck, Alter. Ja klar, da bin ich ja voll hingefahren. Ja, das nervt mich halt ein bisschen. So. Schon wieder, Alter, das gibt's nicht. Ich kann 10 Meter fahren und dann hänge ich 2 Sekunden. Alter. Also es geht echt schnell hier mit dem Laden, mit dem Ballen machen. Weil es jetzt rund ist. Bin sogar schneller als mit dem Wickeln. Im Aufladen meinst du? Ja. Ja, aber das ist normal. Das Wickeln, das dauert immer. Dauert so lange. Ja, siehst du, jetzt habe ich schon wieder einen fertig und jetzt ist es erst fertig geworden. Deshalb habe ich ja die Rundballen, die Quaderballen-Wickelmaschine umgebaut. Nehmen wir die eigentlich hier mit rein? Nehmen wir die eigentlich hier mit rein? Es macht wenig Sinn, weil wir machen ja sowieso immer Quader-Rundballen, weil es nur ein Arbeitsschritt ist. Also wir könnten theoretisch. Ja, dann schreib doch die um. Weil wenn du das doch geschafft hast mit den Quaderballen sogar. Ja. Und so. Dann schaffst du das locker hier mal auch. Du machst ja viel schneller Ballen wie ich. Ja. Ist aber nicht so, nicht so gut. Ja. Muss doch fair bleiben. Ja, das ist doch von fair, oder funktioniert. So. Also. Ich bin dann gerade. Wie lange haben wir eigentlich noch? Noch zwei. Eine. Ja. Eine. Okay, dann bekomme ich das heute auf jeden Fall nicht hin. Egal. Ich bin noch gelegen. Hauptsache, ich hab's schon mal gemacht. Ob ich gleich was verkaufen soll oder nicht. Kredit zurückzahlen soll oder nicht. Aber eigentlich ist es nur notwendig vor der nächsten Nacht. Nein. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich hab ein 20er Ping. Höchstens 25. Aber es laggt trotzdem. Ja, es ist komisch, ne? Übelst. So, dann verkaufe ich mal die zweite Ladung. Holla die Waldfee. Das waren letztes Mal knapp 42.000 und heute nochmal 28.000. Das hat sich gelohnt. Sind Sie jetzt vom Stuhl gefallen? Was nicht, ich lebe noch. Noch. Das gibt's. Gut. So. LO müsste gleich kommen. Bin mal gespannt, was die haben wollen. Jetzt sagen die so gleich zu uns beide. Wir wollen die 50.000 Euro zurück. Ach so. Das wäre nicht realistisch. Das wäre ein bisschen doof. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel. Gucken, ob sie überhaupt kommen. Oder ob sie keinen Bock haben. Oh. Bin irgendwie aufs Dach gekommen hier. Genau, kommt die. Ah. Hallo. 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 So, was sagt die Abrechnung? Die Abrechnung sagt 500
Also müssen sie zahlen. Wer? Also. Mikado, das ist gut. Varuna. Varuna. Habe ich nicht gehört. Okay. Ist da das der Düngestreuer in dem Sinne mit drin? Na, das ist ja. Sie hat ja ihr Helfer gemacht. Ja, aber es war also, ihr Equipment. Ja, das lassen wir. Das. Ja, und wie viel ist es bei dir? Ja, gut. Leon, was du hast was gemacht jetzt? Gesät. Gesät. Noch was? Noch was? Ja. Oh, eigentlich nicht. Ja, Ballen gepresst hat er noch und gepflügt. Hallo? Hallo? Hallo. Okay. Da will einer wieder schummeln hier. Bin schon weiß. 1600. Ja. Der. Dankeschön. Warum denn? Man möchte nur eins hier schaffen: den Mikado pleite zu machen. Ja. Gewinnen. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Und schaut nächstes Mal wieder rein, wenn ich noch mehr Geld verdiene. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.